Daniel Jogeleit ist Fantasy-Rollenspieler und Lehrer. Und er bringt sein Hobby in den Unterricht ein. Was für viele Eltern erstmal wie ein Albtraum klingt, hat einen pädagogischen Sinn. Jogeleit möchte seinen Schülern etwas beibringen. Denn wie in einem Computerrollenspiel ist man auch im Schulalltag manchen Aufgaben alleine nicht gewachsen. In der Gruppe aber schon. Deshalb hat er seinen Unterricht gamifiziert. Deutsch bei Herrn Jogeleit funktioniert jetzt wie ein Computerspiel. Und plötzlich entdeckt er an seinen Schülern ganz neue Seiten. Ich habe halt Leute, die haben sich jetzt wirklich in Deutsch beispielsweise von mündlich 4 auf eine mündlich 1 hochgearbeitet, weil sie einfach gesagt haben, ich will diese Punkte haben, ich stelle mich nach vorne, ich mache alles mit, ich präsentiere alles, egal ob da jetzt Fehler drin sind oder nicht. Also sie trauen sich einfach auch viel mehr. In World of Classcraft kämpfen die Siebtklässler virtuell gegen Drachen und Unholde. An ihren Tischen erledigen sie dabei wie immer ihre Aufgaben und schreiben Klassenarbeiten. Wer sich an die Spielregeln hält und mitarbeitet, sammelt Erfahrungspunkte und steigt im Spiel zu einem mächtigen Helden auf. Und dieser Anreiz funktioniert. Denn Aufgaben werden erträglicher, wenn eine Belohnung winkt. Wer bei Jogeleit genug Punkte sammelt, darf zum Beispiel im Unterricht essen, Musik hören oder sogar mal einen Spickzettel mit in die Klassenarbeit nehmen. Durch World of Classcraft sind die Kinder aufmerksamer und motivierter geworden. Trotzdem finden sich im Kollegium nur wenige Nachahmer für diesen aufwendigen Unterrichtsstil. Man muss sich zu Hause nochmal hinhocken, muss überlegen, wie viele Punkte gebe ich den Spielern. Ich mache auch nochmal extra Aufgaben, ich muss die extra Aufgaben korrigieren. Ja, will halt natürlich auch nicht jeder machen, weil so ist halt schon auch schon stressig genug eigentlich, ja. Tim Knillmann befindet sich im Endspurt seines Lehramtsstudiums. Er beschäftigt sich in seiner Masterarbeit mit der Gamifizierung der Schulen. Ein neues pädagogisches Wundermittel kann er in den Computerspielmechanismen aber nicht erkennen. Ist ja nichts anderes, als wie wir früher halt irgendwelche Marienkäfer auf den Tisch geklebt bekommen, gekriegt haben oder Sternchen. Bei mir waren es Marienkäfer. Und irgendwann machst du dann die Hausaufgaben nur für die Marienkäfer oder weil du dann irgendeine Belohnung kriegst. Aber das ist halt unsinnig. Die Jagd nach den Punkten kann die Schüler zwar kurzfristig anspornen, aber Neugier oder Begeisterung für die Inhalte weckt man so nicht, glaubt Knillmann. Die Medienpädagogin Christiane Schwinge sieht das anders. Sie ist überzeugt, dass Lehrer und Schüler von den Kniffen der Gaming-Industrie profitieren können. Denn einem guten Game-Designer gelingt das, woran viele Lehrer scheitern. Eine Aufgabe so zu gestalten, dass der Spieler gar nicht anders kann, als sie zu lösen. Naja, was ein Computerspiel eben schafft, ist die optimale Balance zu finden zwischen einer Unterforderung und einer Überforderung. Und das führt halt zu einem sogenannten immersiven Erlebnis. Das heißt, ich tauche wirklich in das Spiel ein und bin total konzentriert. Die meisten Computerspiele vermitteln zwar kein Wissen, dafür aber Kompetenzen. Strategisches Denken, Teamplay oder Koordinationsfähigkeit zum Beispiel. Vielen Lehrern fehlt es aber an Ideen, wie sie Computerspiele sinnvoll in den Unterricht einbinden können. Meistens bleibt es dann bei einem kurzen Ausflug in den Computerraum oder einem langweiligen Lernspiel für zwischendurch. Dieses Problem beginnt bereits in der Ausbildung. Da ist es halt auch wieder sehr stark auf der persönlichen Ebene oder auf der Ebene des jeweiligen Lehrers abhängig, ob ich damit überhaupt arbeiten möchte. Und das Wissen muss ich mir in der Regel dann auch noch selber aneignen. Jogeleit setzt Classcraft inzwischen seit 3 Jahren im Unterricht ein und ist mit dem Ergebnis zufrieden. Allerdings, durch das Spiel wird nicht jeder gleich zum Musterschüler. Trotz drohender Strafpunkte vergessen einige Kinder ihre Hausaufgaben oder stören den Unterricht. Das entgeht auch den Schülern nicht. Manchmal ist es unausgeglichen zwischen den Spielern, zum Beispiel unsere Gruppe. Wir haben eigentlich meistens volle Leben und die anderen Gruppen sind also öfters ziemlich alle kurz vorm Sterben. Jogeleits Unterricht ist für die Kinder vor allem eine nette Abwechslung vom üblichen Frontalunterricht. Ein Pädagoge muss aber nicht nur Spielregeln, sondern vor allem den Umgang mit den Schülern beherrschen. Nur dann hat die Gamifizierung des Klassenzimmers das Potenzial, den Schulunterricht wirklich zu verbessern.